Am Freitag, dem 18. September, veranstaltet das Netzwerk gegen Kinderarmut in MV ein großes Fest auf dem Bauspielplatz in Schwerin. Am Montag trafen sich zahlreiche Träger vor Ort, um die letzten Einzelheiten zu besprechen. Bunte Aktionen für Groß und Klein sind geplant. Vom Wikinger-Karussell bis hin zur Kindersprechstunde mit Oberbürgermeisterin. Mit dem Kinderfest wollen die Organisatoren jedoch vor allem auf die Härte des Problems hinweisen. Schwerin gehört mit neben Rostock zu einer der Orte, wo Kinderarmut in Mecklenburg-Vorpommern am höchsten ist, was einfach aufgrund der Infrastruktur gegeben ist. Es sind über 30%, also sprich jedes dritte Kind lebt in Mecklenburg-Vorpommern und insbesondere Schwerin und Rostock in Kinderarmut. Die Flüchtlingskrise nehmen die Beteiligten ganz speziell ins Visier. Denn mit ihren Auswirkungen bekommen sie bestimmt bald zu tun. Die Zahlen werden steigen, weil auch gerade Kinder aus Flüchtlingsfamilien, aus Migrantenfamilien mit einer Risikogruppe für von Kinderarmut bedrohten Kindern sind. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Quote jetzt aufgrund der aktuellen Situation weiter steigen wird. Anschließend wurde dem Netzwerk gegen Kinderarmut in MV ein Scheck über 1.000 Euro von Sponsoren überreicht.